Oh Mann. keine Ahnung, kann mir das mal jemand erklären? Weil ich hab's nicht verstanden. Oh, das war schön. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Zack. Headshot voll ins Knie. Weil es dunkel war. Ah ja. Und nachts ist kälter als draußen. Weil der spürt natürlich nicht, wenn er irgendwie gegen etwas läuft und den dann quasi durch die Gegend schiebt. Das spürt man ja nicht, weil es dunkel ist. Nein, 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 nein. Da will ich gleich erst hin. Ins Hideout. Ach so, das war die Falle. Ich war gerade verwirrt. Dieser Brückenanfang wirkte aber sehr, sehr missplatziert. Ich glaube, die habe ich schon rausgelockt durch den Bogenschuss vorhin. Die Nacht ist dunkel und voller Schnecken. Kati, du weißt, wovon du redest. Alles klar. Hier war also nicht mehr wirklich viel. Aber noch meine Eisenader, dann kann ich nämlich auch noch mal ein Schlückchen trinken, ja? Hallo Schatzi! Na? Bist ja doch da, das ist ja schön. Steine! Hüppa! Kürzen wir mal so ein bisschen ab. So. Nee. Nein. Ist keine Coca-Cola. Was ist los, ihr kleinen Snitches? Was macht er denn schon wieder? Wieder mal einer seiner besoffenen Schimpftiere. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Loch herausfordert. Wir haben ihn jetzt da drin eingeschlossen. Wir fordern immer noch jeden heraus, der sich lieb anschaut. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Reicht für dich. Also laber nicht. Mal eben fix auseinandergebügelt. Holen uns noch ein paar Stahlpfeile. Gibt es hier irgendeine Erzader? Nö. Schade. Aber ist nicht so schlimm. Ganz viel Scheiß. Der hat es natürlich am einfachsten gehabt. Der war sofort weg. Da hängen Hände. Lol. Alles klar, Schatz. Hab's gelesen. Danke. Hier unten ist eine Truhe. Mit 70 Gold. Nice. Dedra, wir sind noch, ich sag mal, Schmiedekunst kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Wir sind dabei. Ups. Also wir sind quasi auf dem Weg, können bald Ebenenerz machen, aber mein großes Ziel ist die Drachenrüstung, weil ich finde die einfach styletechnisch so geil. Dedra und Drachenknochen sind natürlich beide total klasse.
für dich. Aber ich finde ehrlich gesagt die Drachenknochen sogar noch ein Stück weit geiler. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Lösegeld für Zarek. Ansonsten nur Schwachfug. Gib mir dein Gold! Ja genau, die Drachenschuppenrüstung und die Drachenknochenrüstung. Die Drachenschuppen finde ich blöd. Die Drachenknochen finde ich dann wieder geil. So, schnappen wir uns noch mal ein bisschen die Pfeile. Das kann durchaus sein, aber dadurch, dass wir schwere Rüstung ja auch skillen, dass es halt keine Nachteile mehr hat. Denke ich, sollte das egal sein. Und alles klar. Dann bis gleich. Das stimmt schon. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich besser auslaufen. Bei den Göttern, nein! Wieso nicht? Jemand. Erschießungskommando. Ein Auffall erstmal oben, damit ich sie hier erwischen kann. Den hole ich mir noch. So. Tue ich auch nicht. Ich bin relativ offen hier reingegangen. Ich habe mich jetzt nicht groß versteckt. Würde ich jetzt mal ganz dreist zu behaupten. Weiß nicht, wie du das siehst. Igitt, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem nicht richtig? Ich glaube, der hat ein paar Probleme. Darf ich dich bewegen? Okay, gut. Oder wie, was zur... Das gehört dem wohl immer noch. Ja, das ist, der ist gelenkig. Das kann man, glaube ich, so sagen. Sakraler Zwergenbogen. So. Meister in Yoga, auf jeden Fall. Guck mich nicht an. Nicht böse gemeint, aber die Viecher... Naja. Die haben mich anfangs immer so erschreckt, immer wieder, wirklich richtig dicke erschreckt. Wenn ihr sehen wollt, unten in der Info ist der Link zu unserer YouTube-Seite, da werdet ihr dann entsprechend die Folge nochmal nachgucken können. Und
da ist es wirklich so, dass in den Anfangsfolgen wir massiv von diesen blöden Säbelzahnkatzen dann da überrascht oder angesprungen worden sind, wo wir nicht mit gerechnet haben. Und die haben sich dann Spaß draus gemacht. Ach, guck mal, da ist er doch. Lol. Ich habe ihn nicht getroffen, aber er fällt trotzdem einfach mal um. Kaputt. So, hier ist auch noch einer. Ganz normaler Bandit. Oh, eine Erzader. Eine Gold sogar. Nice. Gold. Sehr, sehr geil. Geiler Dorsch. Weil wir dann auch wieder damit ein bisschen schmieden können. Wo wir gerade einfach ein paar neue dabei haben, die entsprechend noch nicht dabei waren. Habt ihr einen Tipp? Guck mal, der wird kühl gelagert. Wie man Schmiedekunst schnell in irgendeiner Form oder effektiv erhöhen kann. Weil wir machen es jetzt einfach wirklich nur nach dem Prinzip, ich finde Zeug, ich crafte Zeug. Ah, hier hätte man entsprechend auch lang gekonnt, wenn man über die Dingens da, über diese runtergesprungen wäre. Da, wo wir den einen runtergeschmissen haben, der müsste jetzt auch hier unten liegen. Oh, Kerodiumerz. Mm. Lecker, lecker Kerodium. Na. Guck, da liegt er nämlich auch. Kleinen Moment. Genau. Na, dann wird es jetzt mal wieder lustig. Den richtigen Sweet Spot zu finden. Ich glaube, da vorne war gerade was. Na, okay. Hab mich vertan. Never mind. Geht das jetzt einfach systematisch ab. Nein. Okay, ich glaube, die rechte Seite haben wir gleich durch. Gehen wir mal nach links. Wie gut, dass wir so viele Dietriche haben. Ah. Okay, jetzt ist die Frage höher oder niedriger?
Okay. Alles klar. Und es ist nur Scheiße drin. Dafür diesen ganzen Stress? Ich glaube, es hackt. Naja. Whatever. Wir haben es trotzdem gemacht. Ich glaube, in der Höhle ist auch nicht mehr wirklich was, wa? Abgeschlossen, alles klar. Lost Knife Cave. Okay. Es lebt ja sogar noch wer. Du entdeckst niemanden mehr. Ah, da können wir runter. Jetzt sind wir nämlich hier oben. Was? So. Aua. Wenn ich mir das manchmal so angucke, dann kriege ich echt Scheinschmerzen. So. Alles klar, erkenne ich. Sorry, dass ich so spät entsprechend erst angefangen habe, aber... Mal gucken, vielleicht geht es morgen ein bisschen früher oder so. Zack. Juhu. Alles klar, dann haben wir die Höhle ja auch soweit fertig und wieder ein paar Erze mitgenommen. Das ist immer gut. Weil ohne die Erze wir natürlich entsprechend das Schmiedegedöns nicht weiterkriegen. Was hast du verpasst? Epische Shots. Massig Verbrauch von Dietrichen für Bullshit. Also eigentlich nicht groß was Wichtiges. Nee. Alles gut. So, jetzt sind wir hier. Ich muss links hoch nach Ivarstadt. Haben nur halt quasi gerade die Höhle fertig gekriegt. Ist aber nichts zu Spannendes dabei gewesen. Oh. Okay. Komm, Mr. Pets. Komm doch. Wo bist du denn? Hat keine Lust, sich mit uns in irgendeiner Form. Anzulegen. Und verliert den Kampf trotzdem. Zack, weg damit.
Nee, ich möchte ehrlich gesagt die Schnellreise halt nur für wirklich so im Sinne von, jetzt ist für heute vorbei, überhaupt, wenn dann nutzen. Weil ich finde, das Spiel lebt auch stark von seiner Umgebung und... Nein, 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 bitte nicht. Ist klar. Weißt du, wir haben die ganze Zeit davon geredet. Und das Spiel hat das mitbekommen. Das Spiel hat es mitbekommen. Ich gehe einfach weg. Nein, ich guck dich nicht an. Das Spiel hat sich einfach gedacht, den trollen wir heute. Und was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, ich finde, das Spiel lebt einfach von der Atmosphäre durch die Umgebung hier. Ich meine, guck dir das an, wie schön das ist, wie gut das aussieht nach aller Zeit, die schon vergangen ist, wenn man einfach nur bedenkt, wie alt das Spiel ist. Und Schnellreise zu machen, dann überspringt man viel zu viele Teile, findet vielleicht auch ein paar Sachen nicht, oder wenn wir hier laufen, da ist Elmo wieder. Beispielsweise so, guck mal da. Elmo ist wieder da, um uns den Weg zu zeigen. Hallo Elmo. Lauf! Lauf, bevor Kathi dich kriegt. Weil die macht dich zu einem Fußabtreter. Genau, Kathi, bin ich genau deiner Meinung. Nein, ich weiß nicht, das ist generell ein Bug, weil ich habe ja auch ab und zu mal, wenn wir in die Höhlen gehen, ich habe eine deutsche Ausgabe und auf Deutsch eingestellt. Aber wenn du hier unterwegs bist, ab und zu sind die Höhlen dann auf einmal auf Englisch. Also sprich, dann ist es halt die whatever, ne? Whatever Cave. So, ich glaube, der Weg geht da weiter lang. Oder halt, ne? Ja genau, Dark Shape stand dran. Das ist halt einfach the Cave. The Cave. My friend. Hallo Elmo. Nein, doch nicht Elmo. Geh fliegen, du Penner! Dafür, dass du dich als Elmo getarnt hast. Mann, 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 Mann. Kannst du doch nicht bringen. Elmo ist ein nettes Wesen. Der ist gut und nett. Und du blöder Wolf nicht. Böse. So. Ich gehe einfach mal ganz dreist hier rein. Da hinten ist sogar noch offensichtlich eine Ruine, wo wir noch nicht waren. Die könnte man quasi direkt mal mitnutzen. Aber erstmal jetzt hier schauen. Auf der Straße, die du gerade gehst, hat mich mal so eine Spinne verfolgt. Lydia hat es nicht geschafft, sie zu töten. War nicht nett. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch immer wieder Kacke, sowas. Aber generell halte ich nicht viel davon. Guck mal, da Iverstadt und da ist dann auch die Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben. Halte ich nicht viel davon, Begleiter mitzunehmen. Weil ich die absolut nervig finde. Zack! Weil sie mir einfach nur immer wieder, wenn ich hier lang wusel und schleichen will, vor die Flinte entsprechend krabbeln, um sich dann danach zu beschweren, ey, du hast mich angeschossen! Ja. Selber schuld. Warum, ne? Genau, die ruinieren das Schleichen. Perfekt, Kathi. Super, ich merke schon. Wir denken da sehr unisono. Und Rennen im Fallen. Mein Tremor hat sich ganz schon Level 4 geschafft, 4 Skiver zu töten. Lol. Orihalkum-Erz. Schön, schön. Dann lesen wir einfach mal das Buch, was wir dann da gerade gefunden haben. Sagen der Thema. Nee. Sie ist ein Skyrim Pro. Ah ja? Und warum hilft sie mir bei Skyrim dann nicht? Hä? Hä?
Hä? Nee, 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 Kati. Guck mal. Gebrannte Hammelfleisch. Was war das? So, da müssen wir nämlich hoch. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich das erste Mal auf den Berg gekommen bin. Ich habe mir irgendeine scheiß Stelle bei Weißlauf gesucht und ich bin da hochgehüpft. Hochgehüpft, weil ich nicht wusste, wie ich da hochkomme und ich den scheiß Weg hier nicht gefunden habe. Alter, war ich genervt davon, da oben auf dem Berg irgendwo hinzukommen. Weil das war für mich einfach... Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da so hochkommen muss. Auf dem Weg runter habe ich natürlich gesehen, dass du dann da entsprechend auch anders lang kannst. Aber erst auf dem Weg runter, das ist natürlich ein bisschen spät, wa? Und ja, jetzt heute ist sie da. Jetzt, das ist richtig. Mit dem Pferd kann man besser klettern. Das habe ich auch schon oft gesehen. Habe es aber selber eigentlich selten ausprobiert. Und zurück zum Thema. Jetzt ist sie da zum Helfen. Das ist toll. Die anderen Male, wo ich sie gebraucht hätte, wo war sie denn? Hä? Mann, Mann, Mann. So. Das letzte Mal war sie auch da. Ja, toll. Aber da war sie nur so lange da, wie entsprechend der Stream nicht funktioniert hat. Und als es dann losging, war sie weg. Mensch.